rufe nun auf den Zusatzpunkt 5, die Beratung des Antrags der Fraktion der AfD mit folgendem Titel: Linksextremistische Gewalt konsequent bekämpfen, Unterwanderung von Organisationen verhindern und mehr Transparenz bei Gefährdungslagen sicherstellen. Hier ist eine Aussprache von 39 Minuten vereinbart. Ich bitte Sie, entsprechend die Plätze einzunehmen. Dann eröffne ich die Aussprache, und das Wort hat für die AfD-Fraktion Martin Hess. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, in unserem Land hat sich der Linksextremismus längst zum Linksterrorismus entwickelt. Und die Bundesinnenministerin schaut dieser für unser aller Sicherheit so gefährlichen Entwicklung nicht nur tatenlos zu. Nein, durch ihre ideologisch bedingte, völlig verfehlte Fokussierung auf den Kampf gegen rechts ist sie selbst zum Brandbeschleuniger dieser Entwicklung geworden. Das ist inakzeptabel und kann nicht länger hingenommen werden. Dass wir in unserem Land bei der Terror- und Extremismusbekämpfung dringend eine Kurskorrektur brauchen, haben nicht zuletzt die Fälle einer festgenommenen RAF-Terroristin und der Anschlag der linksextremistischen Vulkangruppe auf die kritische Infrastruktur in unserem Land gezeigt. Die mit Haftbefehl gesuchte RAF-Terroristin Klette wurde nicht, wie man das in einem Rechtsstaat erwarten müsste, durch Polizeibehörden, sondern durch Journalisten entdeckt, die einfach in öffentlich zugänglichen Quellen recherchiert haben und dadurch auf die Spur dieser Schwerverbrecherin gekommen sind. Denn diese Staatsfeindin lebte mitnichten im Untergrund. Sie hat völlig ungeniert am normalen gesellschaftlichen Leben teilgenommen, hat Nachhilfe gegeben und war Tanzlehrerin. Und trotzdem war sie für unsere Sicherheitsbehörden unauffindbar. Und die Innenministerin erdreistet sich allen Ernstes, diesen Erfolg dann der eigenen angeblich so erfolgreichen Sicherheitspolitik zuzuschreiben. Frau Faeser, die jetzt leider wieder mal nicht da ist, für wie blöd halten Sie eigentlich die Bürger unseres Landes? Die Wahrheit ist, dieser Vorgang ist ein Armutszeugnis für unsere Sicherheitsorgane und zeigt die ganze Dysfunktionalität unseres Staates in diesem zentralen Sicherheitsbereich. Und das muss endlich ein Ende haben. Und das belegt auch das staatliche Agieren in Bezug auf die linksterroristische Vulkangruppe. Diese hat zuletzt in Brandenburg einen Brandanschlag auf einen Strommasten verübt, der durch den erzeugten großflächigen Stromausfall nicht nur Hunderte von Millionen Euro Schaden im dortigen Tesla-Werk verursacht hat, sondern vor allem auch zu einer Lebens- und Gesundheitsgefahr für Patienten in den vom Stromausfall betroffenen Kliniken und Arztpraxen geführt hat. Supermärkte konnten über Tage nicht beliefert werden. Aber das war nicht der erste Anschlag dieser Gewaltverbrecher. Diese Terroristen verüben seit 2011 solche Anschläge auf unsere kritische Infrastruktur. Und die letzte Sitzung des Innenausschusses hat klar und eindeutig ergeben, dass bis zum heutigen Tage nicht ein einziger Tatverdächtiger identifiziert, geschweige denn festgenommen worden ist. Das ist ein sicherheitspolitischer Skandal. Noch blinder kann ein Staat auf dem linken Auge gar nicht mehr sein. Und das ist umso schwerwiegender, wenn man zur Kenntnis nehmen muss, dass dieser Staat im Kampf gegen rechts alles bekämpft, was nicht links ist und dabei keine roten Linien mehr kennt. Dass in Deutschland ein Schuldirektor eine 16-jährige Schülerin aus dem laufenden Unterricht holt und ohne Anwesenheit der Eltern eine Gefährderansprache durch die Polizei durchführen lässt, weil diese auf Social Media ein Schlumpfvideo geteilt hat und die Meinung vertreten hat, dass Deutschland für sie mehr als ein Ort auf der Landkarte sei, er sei für sie Heimat, das zeigt doch jedem überzeugten Demokraten, dass dieser Kampf gegen rechts nichts, aber auch gar nichts mit dem Schutz unserer Demokratie zu tun hat, sondern genau das Gegenteil bewirken will, nämlich den gänzlichen Ausschluss jeder nicht-linken Meinung aus dem demokratischen Diskurs. Diese links-grün-roten Politkommissare betätigen sich damit als Totengräber unserer Demokratie, Herr Hartmann. Und dass sie sich jetzt sogar an unseren Kindern vergreifen, das dürfen und werden wir denen niemals durchgehen lassen. Es muss in diesem Land aufhören, dass legitime Meinungsäußerungen unter dem Deckmantel einer angeblich verfassungsrelevanten Delegitimierung des Staates verfolgt werden. Wir brauchen endlich wieder richtige Meinungsfreiheit. Und unsere Sicherheitsorgane müssen sich stattdessen endlich um tatsächliche Sicherheitsgefahren kümmern. Und dazu gehört vor allem der bisher sträflich vernachlässigte Linksextremismus und Terrorismus. Dieser muss endlich mit aller Härte und konsequent bekämpft werden.
Und wenn die AfD in Regierungsverantwortung ist, dann werden wir genau das umsetzen. Die Sicherheit unserer Bürger vor allen Extremismusformen hat für uns oberste Priorität. Und im Gegensatz zur Innenministerin ist das für uns keine hohle Phrase, sondern Verpflichtung zu aktivem Handeln. Wir werden eine klare Nulltoleranzstrategie mit maximaler Robustheit umsetzen. Wir verbieten die linksextremistische Rote Hilfe und die Antifa. Wir schalten die linksextremistische Plattform in die Media.org endgültig ab. Wir sorgen dafür, dass alle linksextremistisch besetzten Gebäude in Deutschland endlich geräumt werden. Und wir unterbinden die Finanzierung von Linksextremisten und Terroristen. So muss man mit Staatsfeinden umgehen, wenn man Sicherheit in Deutschland schaffen will. Die klare Botschaft einer AfD-Regierung an alle Linksextremisten und Terroristen lautet: Die Zeiten, in denen ihr euch nahezu ungehemmt in unserer Gesellschaft austoben konntet, sind vorbei. Dieser Staat schlägt ab sofort zurück. Wir lassen uns von euch nicht länger terrorisieren. Und für die SPD-Fraktion hat das Wort Daniel Baldi. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, mit diesem Antrag über die angebliche linksextremistische Unterwanderung von Organisationen endet diese Woche der Ablenkungsmanöver und Nebelkerzen bei der AfD. Denn was tun Sie denn hier genau? Sie versuchen doch von sich abzulenken, und es ist wieder einmal offensichtlich, es kommen pikante Enthüllungen über die AfD raus, und Sie sprechen hier über Linksextremismus. Und umso spannender, dass Sie dann, wie jetzt auch in diesem Antrag, ausgerechnet den Bundesverfassungsschutz immer wieder als Kronzeugen benennen. Und das bringt uns direkt zum ersten Punkt, von dem Sie diese Woche ablenken wollen. Der Bundesverfassungsschutz stuft Sie als rechtsextremen Verdachtsfall ein. Sie wehren sich vor einem Gericht und veranstalten diese Woche eine reine Show, um dann das Urteil bis nach den Landtagswahlen zu verschleppen. Und Sie können das Oberverwaltungsgericht Münster beschäftigen und hinhalten, solange Sie wollen. Aber eins steht doch ganz sicher fest: Sie stehen nicht auf dem Boden des Grundgesetzes. Nein, Sie stehen ganz tief drin in einer Grube voll braunem Mist. Und kommen wir dann zum zweiten Ereignis diese Woche, von dem Sie hier gerade ablenken möchten. Ein Rechercheteam des Bayerischen Rundfunks enthüllt, dass mehr als 100 Menschen aus der rechtsextremen Szene bei Ihnen als Abgeordneten, bei Ihnen als Fraktion beschäftigt sind. Und mehr als die Hälfte Ihrer Abgeordneten beschäftigt Mitarbeitende aus dem rechtsextremen Spektrum. Und jetzt wird zumindest mir auch klar, was Sie immer damit meinen, wenn Sie den demokratischen Fraktionen nämlich vorwerfen, Sie würden Steuergelder an Staatsfeinde auszahlen. Sie meinen damit nämlich die Mitarbeitendenpauschale für Abgeordnete, die Sie an Verfassungsfeinde auszahlen. Aber für dieses Problem gibt es eine sehr einfache Lösung. Wenn Ihnen so viel an unserer Verfassung liegt, wie Sie immer behaupten, dann trennen Sie sich doch von diesen 100 rechtsextremen Mitarbeitern. Aber das werden Sie nicht tun. Und warum? Verfassungsfeindlichkeit ist bei Ihnen Einstellungskriterium Nummer eins. Deshalb werden Sie das nicht tun. Und nachdem der Nebel um Ihre Nebelkerzen jetzt ein bisschen gelüftet ist, dann doch noch ein paar Worte zu dem Antrag, der ja auch strotzt vor Falschbehauptungen und Fehlannahmen. Ihren Vorwurf der Mittelvergabe an Verfassungsgegner verkräftigen Sie ja immer gerne, beispielsweise auch, wenn es um das Demokratiefördergesetz geht. Und die Ampel hätte ja nur Rechtsextremismus im Blick und würde alle anderen Formen des Extremismus ignorieren. Und wenn man sich mal den Gesetzentwurf anschaut, was Sie offenbar nicht getan haben, dann stellt man jedoch fest, 73 Mal wird von Extremismus gesprochen und nur zweimal im Rahmen einer Aufzählung explizit von Rechtsextremismus und Linksextremismus. Es kann also gar keine Rede davon sein, von der Konzentration auf nur einen Phänomenbereich, denn unser Gesetzentwurf achtet sehr genau darauf, die Demokratie und vor allen Dingen Demokratinnen und Demokraten zu unterstützen. Und darum wundert es mich ehrlich gesagt auch nicht, dass Sie das Demokratiefördergesetz ablehnen. Man kann nämlich nur etwas fördern, was auch schon zumindest zu Teilen vorhanden ist. Und wenn man bei der AfD nach dem Schlagwort Demokratie sucht, dann kommt man leider zu dem Ergebnis Error 404, Demokratie not found. Sie sind demokratieförderunfähig. Und weil Sie in Ihrem Antrag ja den Verfassungsschutz zu Ihrem Kronzeugen erheben, zum Abschluss vielleicht noch einfach ein paar Zahlen aus dem letzten Verfassungsschutzbericht. Linksextremistische Straftaten 3.847,
Tendenz stark sinkend, rechtsextremistische Straftaten 20.967, Tendenz steigend, linksextreme Gewalttaten, Reduzierung um 39% aus 602 Taten, rechtsextreme Gewalttaten, Anstieg um 12% auf 1016 Fälle. Und jetzt hören Sie so gut zu, weil Sie in Ihrem Antrag ja auch stark auf das Thema Gefahr für Leib und Leben abstellen. Mehr als 40% aller politisch motivierten Körperverletzungen werden der politisch motivierten Kriminalität rechts zugeordnet. Sie haben eben von den vielen, angeblich vielen untergetauchten Linksextremisten gesprochen. Mehr als 600 Rechtsextremisten sind in Deutschland aktuell untergetaucht. Bei den Linksextremisten sind es 20. Und Sie können ja noch so viele Falschbehauptungen aufstellen, wie Sie wollen. Diese Zahlen lügen nicht, aber Sie tun es. Sie tun es jeden Tag. Und das werden wir Ihnen nicht durchgehen lassen. Und zu guter Letzt, Sie nehmen in Ihrem Antrag ja auch Bezug auf das Verfahren letztes Jahr, den Prozess gegen Lina E. aus dem letzten Sommer. Und lassen Sie mich deshalb mit einem Zitat schließen aus der Urteilsverkündung von Hans Schlüter Staats, dem Vorsitzenden Richter im Prozess gegen Lina E. Rechtsextremismus ist die derzeit größte Gefahr in Deutschland. Herzlichen Dank, schönes Wochenende, genießen Sie das Wetter. Und für die Unionsfraktion ist der nächste Redner Michael Preilmann. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, ja, gerade in diesen Tagen werden die Gefährdungen des Extremismus in all seinen Formen in Deutschland deutlich. Aber es ist schon wirklich an Unglaubwürdigkeit und Absurdität nicht zu überbieten, dass Sie als AfD hier einen Antrag einbringen. Dass Sie als AfD hier einen Antrag einbringen, in dem Sie fordern, dass unser Land aktiv gegen alle Extremismusformen vorgehen muss, dass Sie eine Taskforce beim Bundesverfassungsschutz einrichten wollen, obwohl Sie selbst völlig zu Recht als rechtsextremer Verdachtsfall Beobachtungsobjekt des Verfassungsschutzes sind. Und wir werden es in diesem Parlament deswegen nicht zulassen, dass so, wie Sie es gerade getan haben, sich als Verfechter hier unserer Demokratie ausgeben. Denn Sie sind in Wahrheit eine Gefahr für unsere Demokratie und nichts anderes. Die Medienberichte wurden gerade schon angesprochen. Man weiß ja gar nicht. Vielleicht hat ja auch einer dieser Mitarbeiter, der von der Recherche betroffen ist, der einer rechtsextremen Organisation angehört, diesen Antrag sogar geschrieben. Das wird ja immer skurriler, dass Sie jetzt hier dann auch noch solche Mitarbeiter einbinden. Nein, wir brauchen als Union diesen Antrag von Ihnen nicht. Wir haben einen 360-Grad-Blick, und wir werden gegen alle Gefahren des Linksextremismus vorgehen. Und der jüngste Anschlag auf das Tesla-Werk und auch die Festnahme der RAF-Terroristin Daniela Klätze haben schon ein Schlaglicht auf die linksextreme Szene geworfen, die nach Einschätzung der Sicherheitsbehörden ja seit Jahren leider wächst. Besonders beunruhigend ist dabei natürlich die zunehmende Intensität der Delikte. Es werden schwere Verletzungen von Bürgerinnen und Bürgern in Kauf genommen. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass es eine konsequente Strafverfolgung gibt, aber dass wir auch über die gefährlichen Ziele und Taktiken von Linksextremisten aufklären. Und trotz dieser Gefährlichkeit des Linksextremismus haben hier in Berlin Hunderte von Menschen Sympathiebekundungen für eine RAF-Terroristin geäußert. Ich sage es ganz deutlich, linksextreme Verbrecher sind genauso schlimm wie rechtsextreme Verbrecher. Sympathiebekundungen für die einen wie für die anderen sind unerträglich und dürfen wir nicht dulden. Aber ich sage auch, leider hat die Bundesinnenministerin pünktlich zu diesem Tagesordnungspunkt das Plenum verlassen. Auch die Bundesinnenministerin, sie muss jetzt endlich handeln. Es kann nicht nur bei verbalen Verurteilungen bleiben. Ich frage die Ministerin, wann legt sie endlich einen Aktionsplan gegen Linksextremismus? Und dazu gehört insbesondere natürlich der Einsatz hochmoderner Fahndungstechnologien. Wir haben es bei der Zielfahndung von Frau Klette gesehen, dass keine Gesichtserkennungssoftware eingesetzt worden kann. Dass die Polizei aber im Zeitalter von künstlicher Intelligenz, von Digitalisierung, von Automatisierung auf solch wichtige Software nicht zurückgreifen kann, das ist Polizeibeamtinnen und Beamten, das ist aber auch den Bürgerinnen und Bürgern nicht zu erklären. Und deswegen muss das auf den Prüfstand, und deswegen bedarf es hier auch Änderungen. Denn wenn der Satz richtig ist, dass wir uns gegen jede Form des politischen Extremismus von rechts und von links mit allen Mitteln wehren, dann gehören da auch moderne Erkennungsmethoden dazu.
Und lassen Sie mich zum Schluss noch auf das Thema RAF eingehen, auch vor dem Hintergrund, dass es ja diese Sympathiekundgebung gegeben hat. Ich finde, der bayerische Innenminister Joachim Herrmann, er hat völlig recht. Das Gedenken an den RAF-Terror, er braucht einen würdigen Ort, er braucht ein Mahnmal für ein Nie wieder. Das sind wir den Opfern, das sind wir aber auch den Angehörigen mehr als schuldig. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Und für Bündnis 90 Die Grünen hat das Wort Lamia Kador. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Abgeordnete, sehr geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer. Die AfD kommt einmal mehr mit ihrem Lieblingsthema, die Ablenkung vom Rechtsextremismus. Erst recht den in den eigenen Reihen. Das liegt natürlich in der Natur der Sache. Man könnte man denken und einen Haken dran machen, dann wäre es ja gut oder auch nicht gut. Genau das aber ist ein weiteres Problem. Die AfD sorgt dafür, dass man der Ernsthaftigkeit linksextremistischer Bedrohungen nicht mit voller Konzentration gerecht werden kann. Man muss stets erst ihre Absichten offenlegen und ihre Erzählung dekonstruieren, bevor man zur eigentlichen Sache kommt. Nun denn, reden wir erst einmal über die Gefahr linksextremistischer Gewalt. Da die Grenzen des Linksextremismus von Ihnen und anderen ja gerne einmal verwischt werden, um möglichst viel darunter fassen zu können, lassen Sie uns Linksextremismus erst einmal erklären. Der Verfassungsschutz definiert Linksextremismus, ich zitiere wörtlich, als Sammelbegriff für alle gegen das Prinzip der freiheitlich-demokratischen Grundordnung gerichteten Bestrebungen, die auf einer Verabsolutierung der Werte von Freiheit und sozialer Gleichheit beruhen, wie sie sich insbesondere in den Ideen von Anarchismus und Kommunismus ausdrücken. Zitat Ende. Linksextremisten wollen nach einer Publikation der Bundeszentrale für politische Bildung, ich zitiere, die demokratische Grundordnung mit Gewalt zerstören und eine sozialistische Ordnung einführen. Ein Ziel ist, ich zitiere weiter, dass völlige soziale Gleichheit in der Gesellschaft herrscht. Pluralismus, Rechtsstaatlichkeit und die Achtung der Menschenrechte, die für eine Demokratie entscheidend sind, lehnen Linksextremisten ab. Was der Durchsetzung von Gleichheit im Wege steht, muss abgeschafft werden. Zitat Ende. Fest steht, wer Gewalt nutzt oder verherrlicht, nur um seine Interessen durchzusetzen, sei es mit tätlichen Angriffen gegenüber politisch Andersdenkenden oder mit Attacken auf Polizistinnen und Polizisten oder durch das Sabotieren der Stromversorgung bei Tesla und Ähnliches, kann in einem freiheitlichen Rechtsstaat nicht auf der richtigen Seite stehen, meine Damen und Herren. Solche Personen müssen mit der vollen Härte des Gesetzes rechnen. Und genau das passiert nun auch in Grünheide, meine Damen und Herren. Der Rechtsstaat ist nämlich nicht auf dem linken Auge genauso wenig blind wie auf dem rechten Auge. Das zeigt die Festnahme von Daniela Klette und die nun laufenden Ermittlungen gegen die beiden RAF-Mitglieder der dritten Generation. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, zwischen den verschiedenen Formen des Extremismus, also Rechtsextremismus, Islamismus und Linksextremismus beispielsweise, bestehen Wechselwirkungen und teilweise bedingen sie einander, wie in einem Kreislauf. Islamismus befördert Rechtsextremismus. Rechtsextremismus befördert Linksextremismus. Linksextremismus befördert Rechtsextremismus und Rechtsextremismus befördert Islamismus. Deshalb bleiben unsere Sicherheitsbehörden wachsam und zwar in alle Richtungen. Wichtig für uns ist jetzt, der wachsenden Radikalisierung auch politisch entgegenzutreten und ihr den Nährboden zu entziehen. Die schnelle Verabschiedung des Demokratiefördergesetzes ist notwendiger denn je. Geschätzte Kolleginnen und Kollegen, der Staat ist handlungsfähig, auch gegen linksextremistische Gewalt. Eine linksextremistische Unterwanderung von Behörden und zivilgesellschaftlichen Organisationen ist ein Hirngespinst. Aber apropos Unterwanderung durch Extremisten, und jetzt wären wir dann doch bei Ihnen, da war ja was. Die AfD beschäftigt nach Recherchen des BR, wir hören es ja gerade in Ihrer Fraktion und Ihren Abgeordnetenbüros, über 100 Rechtsextreme. Dass Sie hier kaltschnäuzig einen Antrag zur Unterwanderung von Linksextremisten stellen, ist kaum zu unterbieten. Ja, wahrscheinlich bin ich zu gut, glaube ich, weil es wahrscheinlich noch mehr als 100 Rechtsextreme bei Ihnen sind. Es gehen tagtäglich über 100 Verfassungsfeinde oder mehr, wie Sie sagen, in diesem Haus ein und aus. Sie haben Zugang zu parlamentarischen Dokumenten unter Verschlusssache und Abläufen und werden aus Steuergeldern bezahlt, von denen Ihnen zu diesem Zweck 30 Millionen Euro zur Verfügung stehen. Darunter sind Personen, die namentlich in Verfassungsschutzberichten erwähnt sind
oder, ich weiß, es tut weh, oder Führungspositionen in beobachteten Organisationen bekleiden. Sie nahmen an Neonazi-Aufmärschen teil, stehen im Zusammenhang mit der Reichsbürgerbewegung oder gründeten lokale Pegida- oder Querdenker-Ableger. Da ist beispielsweise John Höver, Mitglied im Vorstand des Vereins 1%, der als gesichert rechtsextrem eingestuft ist. Er ist Mitarbeiter Ihres Kollegen Sebastian Münzenmeier. Oder Sie stellen Personen an, die Ihnen ja eigentlich zu radikal waren. Frank Pasemann warfen Sie als Abgeordneten aus Ihrer Fraktion. Nun ist er wissenschaftlicher Mitarbeiter bei Jürgen Pohl. Das Gleiche gilt für den aus der AfD unter Druck ausgetretenen Marvin Neumann, der nun für Hannes Glauck arbeitet. Die Liste lässt sich weiterführen. Mario Müller, mehrfach rechtskräftig verurteilt, gilt als einer der führenden Köpfe der Identitären und war beim sogenannten Geheimtreffen von Potsdam dabei. Er arbeitet bei Jan Wenzel Schmidt. Marie-Therese Kaiser, Mitarbeiterin bei Bernd Baumann, ist Mitglied der Identitären Bewegung und wen wundert's, Content-Kreatorin bei 1% und arbeitet nebenbei für den bildungspolitischen Sprecher der AfD-Fraktion im Sächsischen Landtag, Rolf Weigand, und so weiter und so weiter und so weiter. Die größte Gefahr für unsere freiheitlich-demokratische und rechtsstaatliche Grundordnung kommt derzeit eindeutig von rechts. Und das belegen die Zahlen, das belegt die Qualität der Taten und auch die Worte der AfD. Das hören wir hier auch andauernd. Wenn Sie die Unterwanderung von Verfassungsorganen durch Extremisten unterbinden wollen, dann sollten Sie sich doch von diesen über 100 Personen doch einfach trennen. Und das machen Sie ganz offensichtlich nicht. Diese rechtsextremistische Gewalt werden wir weiter politisch und gesellschaftlich bekämpfen. Diese Radikalität werden wir weiter hier transparent machen. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Und für die FDP-Fraktion hat das Wort Philipp Hartewig. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, vielen Debatten und Anträgen zum Thema Extremismus in diesem Haus ist ja leider ein eher beschauliches Niveau gemein. Hier auch angefangen vom von der fragwürdigen Glaubwürdigkeit der Antragsteller an Extremismusfragen über die Ernsthaftigkeit des Antrags bis auch einer eher zu vermissenden Tiefgründigkeit auch bei der Einbringung. Dabei haben wir es beim Phänomen Linksextremismus mit einem ernsthaften und die Demokratie gefährdenden Problem zu tun. Linksextremismus in Deutschland zeigt sich in vielfältigen Formen von militanten Protest über ideologisch motivierte Angriffe auf staatliche Institutionen oder Unternehmen bis hin zum bewussten Unterwandern von Strukturen von innen heraus. Was all diese Erscheinungsformen vereint, ist ihre fundamentale Ablehnung unserer demokratischen Ordnung und ihrer Werte. Aus dem Verfassungsschutzbericht 2022 beispielsweise geht hervor, dass das linksextremistische Personenpotenzial auf 36.500 Personen angewachsen ist. Darunter befinden sich 10.800 gewaltorientierte Linksextremisten. Das hohe Gefahrenpotenzial mündet insbesondere in zahlreichen Körperverletzungs- sowie Sachbeschädigungs- und Brandstiftungsdelikten. Dabei ist klar, das ist kein neues Phänomen, wie die Ermittlungen zum Beispiel im Bereich RAF zeigen, aber auch kein Phänomen, was aus der Mode gekommen ist, wie es die Anschläge auf die Funktionsfähigkeit des Tesla-Werks in Brandenburg zeigen. Aber beim Thema Linksextremismus möchte ich einen Aspekt besonders herausheben. Denn für linke Gewalttäter stellt dabei insbesondere die Polizei oft ein zentrales Feindbild dar. Polizeibeamte werden mitunter aufs Übelste attackiert und diffamiert. Für viele Linksextremisten stehen Polizeibeamte als Symbol für unseren Staat. Und an dieser Stelle möchte ich klar sagen, wer Polizistinnen und Polizisten angreift, wer Menschen angreift, die sich in den Dienst unseres Landes stellen und für unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung eintreten, der hat keinen Platz und keinen Respekt in unserer Gesellschaft. Polizeibeamten leisten jeden Tag aufs Neue einen unersetzlichen Job für unsere Bundesrepublik und verdienen daher unsere vollste Rückendeckung. Aber auch abseits vom Thema Gewalt, vielleicht zu den demokratischen Grundprinzipien wie Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, Parteienvielfalt, auch da haben Extremisten ein eher, ja, sagen wir so, taktisches Verständnis. Denn gemeinsam ist ihnen vor allem das Ziel, die bürgerliche Republik, ihre Institutionen und die Freiheiten zwar für ihre Ziele zu nutzen, aber sie letztendlich dann doch beseitigen zu wollen. Wir begehen in diesem Jahr 75 Jahre Grundgesetz. Eine zweifelsfrei beeindruckende Bilanz. Im Kampf gegen Extremismus
oder gibt es dabei eine historische Lehre, die sich wie einen roten Faden oder wie ein roter Faden bereits seit oder schon durch die Ursprungsfassung zog und bis heute gilt? Eine Demokratie muss und Demokraten müssen wehrhaft sein gegenüber den Feinden. Niemals wieder sollen demokratische Freiheitsrechte missbraucht werden, um Freiheit und Demokratie abzuschaffen. Dafür allein reicht aber auch natürlich das Grundgesetz nicht aus. Erforderlich ist, dass wir Bürger es mit Leben füllen und uns unserer Verantwortung für unser demokratisches Miteinander bewusst sein. Erforderlich ist, dass wir mit Entschlossenheit und Wehrhaftigkeit die Werte unseres Grundgesetzes weiter achten, wahren und verteidigen. Entschlossen und wehrhaft schon im Alltag zu sein, heißt, den Willen zum Widerspruch gegen Angriffe auf Freiheit und Demokratie zu beweisen und die auftrumpfenden auch Lügen, Unwahrheiten von Freiheitsfeinden nicht mit Schweigen und Beschwichtigung hinzunehmen. Die Freiheitsfeinde dadurch werden womöglich am Ende noch ermutigt. Das ist selbstverständlich natürlich für jeden Extremismus. Als überzeugter Demokrat bin ich aber auch besorgt. Besorgt über die sich manchmal doch oder manchmal insbesondere auch bei sozialen Netzwerken zu lesende Normalisierung auch von Politik, von Gewalt als politisches Mittel. Ich bin besorgt über auch durchaus regelmäßig zu lesende Verharmlosungen von Straftaten, wenn das Motiv womöglich ein hehres ist. Ich bin besorgt, dass auch Linksextremismus in zu großen Teilen der Gesellschaft salonfähig ist. In einem Rechtsstaat wie unserem darf es keinen Platz für die Rechtfertigung und Verharmlosung von Gewalt geben, unabhängig von der politisch-ideologischen Ausrichtung. Denn es ist klar, der Zweck heiligt die Mittel gerade nicht. Gewalt ist und war niemals ein Mittel des Protests und des Meinungsgebung und kann niemals auch ein Teil der Meinungskundgebung sein. Zur Debatte zum Linksextremismus gehört aber auch das Thema Linksextremismus, welches die Bevölkerung in vielschichtiger Art und Weise beschäftigt, nicht allein einem Teil des politischen Spektrums zu überlassen, sondern aktiv als demokratische Parteien dieses Hauses als Bürgerinnen und Bürger zu zeigen. Wir nehmen dieses Problem ernst, es ist unser Anliegen, wir lösen es. Das machen wir als Koalition und gehen die Herausforderungen stets mit der notwendigen Ehrlichkeit und Entschlossenheit an. Den Antrag brauchen wir dafür nicht. Vielen Dank. Alexander Hoffmann für die Unionsfraktion ist der nächste Redner. Sehr geehrte Frau Präsidentin, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren! Dem Grunde nach war es in der Geschichte schon immer so. Der Rechtsextremismus hat einen Teil seiner Daseinsberechtigung immer daraus geschöpft, dass er ja gegen den Linksextremismus kämpfen muss. Und der Linksextremismus einen Teil seiner Daseinsberechtigung immer daraus, dass er ja gegen den Rechtsextremismus kämpfen muss. Und im Ergebnis ist das dann auch ähnlich, wenn Sie ins Parteienspektrum gucken, weil da muss man auch sagen, je weiter eine Partei nach rechts rückt, umso geschlossener ist das rechte Auge. Und je weiter eine Partei nach links rückt, umso geschlossener ist das linke Auge. Das sieht man auch an dem AfD-Antrag sehr schön. Es beginnt nämlich im ersten Satz. Ja, da lautet, die Bundesrepublik Deutschland als Rechtsstaat und Träger des staatlichen Gewaltmonopols muss allen Formen des Extremismus aktiv entgegentreten. Da denke ich mir ja aber mal, hallo, da muss ja der Schreiber ganz schön blind gewesen sein auf dem rechten Auge. Ich habe mir nämlich überlegt, Sie wissen schon, dass es ganze Landesverbände von Ihnen gibt, die als gesichert rechtsextrem eingestuft sind. Kommen wir aber zurück zu diesem Bild. Je weiter auf die eine Seite, desto mehr ist auch dieses Auge geschlossen. Denn ganz ehrlich, etwa so ähnlich ist es ja auch bei der Ampel. Sie haben natürlich den Kampf gegen rechts, da gilt das Prinzip höher, schneller, weiter, und da sind wir bei Ihnen. Aber das Problem ist, dass Sie im Übrigen einen ziemlichen Linkstrall haben. Weil immer dann, wenn wir Themen ansprechen, wie zum Beispiel die letzte Generation, und sagen, die sind extremistisch, dann sagen sie, nein, das sind die nicht, die kämpfen ja für die gute Sache. Dann wollen wir mit ihnen reden über politischen Islamismus, dann sagen sie, nein, sowas gibt es ja doch überhaupt nicht. Und wenn wir dann sagen, wir haben einen importierten Antisemitismus im Land, dann heißt es, naja, also das kann man so nicht sagen. Es gibt viele Formen von Antisemitismus und sie relativieren das weg. Und deswegen will ich Ihnen jetzt schon mal sagen, trotz aller Unmutsbekundungen wäre ich ein Augenarzt, dann müsste ich Ihnen auf dem linken Auge eine erhebliche Sehschwäche konstatieren, die sich unter Umständen zu einer Blindheit entwickeln könnte. Die Wahrheit ist,
einen ernsthaften Kampf gegen alle Arten von Extremismus. Den wird es nur mit der Union geben, als echte Partei der Mitte mit zwei offenen und gesunden Augen. Und am Ende schon noch mal zurück zum Antrag. Wenn Sie sagen, der Satz stimmt ja nicht, dass Rechtsextremismus in diesen Tagen die größte Bedrohung für unser Land ist, jetzt mal abwarten, es kommt was, was Ihnen gefällt, Kollege Hartmann, da muss ich Ihnen schon ganz ehrlich sagen, es sind gerade Sie mit Ihrem Unterbau, Sie mit der Tendenz, die Demokratie aus sich heraus mit Mitteln der Demokratie zu zersetzen, die genau dazu führen, dass Rechtsextremismus in diesen Tagen sehr wohl die größte Bedrohung für unser Land ist. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Dorothee Martin für die SPD-Fraktion ist die nächste Rednerin. Sehr geehrte Frau Präsidentin, Kolleginnen und Kollegen und liebe Gäste. Wir haben immer wieder einen Antrag der AfD zum Thema Linksextremismus. Und es ist schon sehr auffällig, dass von Ihnen nur Anträge zu Linksextremismus kommen. Ich habe mal nachgeschaut und ich habe mich auch gefragt, wenn Sie denn wirklich Probleme mit Extremismus im Allgemeinen hätten, da frage ich mich, wo ist denn mal Ihr Antrag gegen Rechtsextremismus? Da gibt es nämlich keinen. Sie haben in Ihrer gesamten Zeit im Deutschen Bundestag noch keinen Antrag gegen rechts gestellt, noch keinen Antrag gegen den Kampf von rechtsextremer Gewalt. Und da könnte man doch glatt auf die Idee kommen, dass Sie gar kein so großes Problem mit Rechtsextremismus haben, meine Damen und Herren. Und genau das ist der Unterschied zwischen uns Demokraten und zwischen der AfD. Wir stehen gegen jede Form von politischem, religiösem Extremismus. Wir verteidigen die Demokratie gegen all ihre Feinde. Und im heutigen Antrag der AfD steht, dass man, ich zitiere, einer streitbaren und wehrhaften Demokratie umfassend gerecht werden muss. Ich empfehle der AfD, sich dabei wirklich mal an die eigene Nase zu fassen. Haben Sie denn genau das mal Björn Höcke gesagt, Alice Weidel, Frau von Storch oder auch Ihrem EU-Spitzenkandidaten Maximilian Krahl? Weder in diesem Haus noch auf der Straße nimmt doch irgendjemand der AfD noch ab, dass sie sich für eine streitbare und wehrhafte Demokratie und ihre Grundwerte einsetzen, meine Damen und Herren. Und Ihr Antrag, der wird ja noch unterirdischer. Die AfD behauptet darin, dass der Rechtsextremismus nicht die größte Gefahr für unser Land sei. Das ist schlicht falsch. Man kann es gar nicht oft genug sagen. Es gibt in Deutschland jeden Tag 57 rechtsextreme Straftaten. Es gibt fast 3 Gewalttaten von Rechtsextremen jeden einzelnen Tag. Aber davon hört man von der AfD einfach nichts. Sagen Sie da einfach mal was dazu. Und schauen wir uns doch allein mal diese Woche an. Wir reden von einer Woche, in der die AfD durch das unrechtmäßige Besetzen des Platzes der Ausschussvorsitzenden im Gesundheitsausschuss hier einen astreinen Putschversuch im Deutschen Bundestag unternommen hat. Das war eine versuchte Selbstermächtigung gegen jeden demokratischen Anstand. Und wir reden von einer Woche, in der enthüllt wurde, und auch das muss man immer wieder sagen, dass die AfD in ihren Büros über 100 Rechtsextremisten beschäftigt. Wir reden von einer Woche, in der sich wieder einmal ein Gericht damit beschäftigt, wie verfassungsfeindlich die AfD ist. Und ich bin mir hier ganz sicher, dass auch das Oberverwaltungsgericht Münster juristisch bestätigen wird, was politisch schon ganz lange klar ist, die AfD ist rechtsextrem und sie gehört deshalb auch umfassend beobachtet. Meine Damen und Herren, die AfD krakeelt im Antrag und ja offenbar auch hier im Plenum auch nach mehr Transparenz. Auch hier mein Tipp, fangen Sie doch mal damit bei sich selbst an. Legen Sie doch mal Ihre halbseidenen Finanzströme offen. Legen Sie doch mal offen, mit welchen Regimen Sie zusammenarbeiten, die unseren Staat bekämpfen und beschädigen wollen. Machen Sie doch mal transparent, wen Sie hier ins Haus holen. Das sind Rechtsextremisten, das sind Verschwörungstheoretiker, das sind Gewalttäter. Und die statten Sie dann auch noch mit einem Hausausweis aus. Das ist ein Anschlag auf unsere Demokratie. Und noch mal zu den aktuellen Enthüllungen. Über 100 Mitarbeitende, die gelten als
gesichert rechtsextrem. Gemeint sind damit nämlich auch zum Beispiel Mitglieder der identitären Bewegung mit Verbindung zur ehemaligen NPD. Auch diese Organisation stuft der Verfassungsschutz als ganz klar rechtsextrem ein. Das ist die wirkliche Unterwanderung, die in Deutschland stattfindet, nicht die, von der Sie in Ihrem Antrag schwadronieren. Und wegen all dem lehnen wir nicht nur Ihren völlig überflüssigen Antrag ab. Wie die überwältigende Mehrheit in diesem Land lehnen wir auch die AfD, lehnen wir die menschenverachtende Politik der AfD ab. Nie wieder ist jetzt, meine Damen und Herren. Und der letzte Redner der Debatte ist für die Unionsfraktion Moritz Oppelt. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Der vorliegende Antrag der AfD trägt die vielversprechende Überschrift linksextremistische Gewalt konsequent bekämpfen und so weiter und so weiter. Bei näherer Betrachtung muss man leider sagen, dieser Antrag ist eine einzige Enttäuschung. Kein Bekenntnis zu unseren Sicherheitsbehörden und dem Verfassungsschutz. Keine neuen oder verbesserten Befugnisse für diejenigen, die Tag für Tag Extremisten in unser Land bekämpfen. Die einzig konkrete und zugleich völlig absurde Forderung ist, dass Sie der Bundesregierung künftig verbieten wollen, dass sie ihre Meinung vertritt und sagt, der Rechtsextremismus sei die größte Gefahr für unsere Demokratie. Ist das diese echte Meinungsfreiheit, von der Sie gerade gesprochen haben? Und vor allen Dingen, was hilft denn das im Kampf gegen den Linksextremismus? Ich frage mich, ist das wirklich alles, was Ihnen zu diesem Thema einfällt? Die Wahrheit ist, der gewaltbereite Linksextremismus ist ein ernstzunehmendes Problem in unserem Land. Die in Teilen immer noch untergetauchte Hammerbande, die Vulkangruppe, die mit dem Anschlag auf die Tesla-Fabrik in Grünheide einen dreistelligen Millionenschaden verursacht hat, und die Verhaftung der RAF-Terroristin Klette, die ein Sturmgewehr und eine scharfe Panzerfaust in ihrer Wohnung hatte, zeigen, wie ernst die Lage wirklich ist. Wer in dieser Situation die Abschaffung unseres Verfassungsschutzes fordert, wie das zum Beispiel die AfD in Baden-Württemberg tut, der gefährdet selbst die Sicherheit in unserem Land. Nur mit Monitoring und irgendwelchen Statistiken werden wir den Problemen hier bestimmt nicht Herr werden. Liebe Kolleginnen und Kollegen der Ampelkoalition, wenn Sie nicht dieselbe inhaltsleere Antiextremismuspolitik machen wollen wie die, die die AfD mit dem heutigen Antrag hier vorschlägt, dann müssen Sie Ihre Ankündigungen endlich auch in die Tat umsetzen. Sie müssen unsere Ermittlungsbehörden noch besser befähigen, um gegen jede Form des Extremismus entschieden vorgehen zu können. Unseren Polizistinnen und Polizisten werden von der Politik in manchen Bereichen ganz bewusst die Hände auf den Rücken gebunden. Ich will es ganz konkret sagen. Es kann doch nicht sein, dass irgendwelche Journalisten mit einer einfachen Google-Bildersuche die Terroristen schneller ausfindig machen als unser gesamter Staatsapparat. Wir müssen uns endlich ernsthaft über den Einsatz von Gesichtserkennungssoftware in Verbindung mit KI unterhalten. Wir brauchen eine zentrale Fallbearbeitungssoftware. Wir brauchen unbedingt die Online-Durchsuchung, IP-Adressenspeicherung und vieles weiteres. Lassen Sie es mich an dieser Stelle ganz klar sagen. Unsere Polizei ist die beste Polizei der Welt. Und ich würde sie gegen keine Polizei irgendeines anderen Landes tauschen wollen. Dieses Misstrauen, das bei Ihnen teilweise durchschimmert und das dazu führt, dass wichtige Verbesserungen ausbleiben, ist aus meiner Sicht vollkommen unangemessen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, mit jedem weiteren Monat, den Sie zögern und Ihren Ankündigungen keine Taten folgen lassen, schaden Sie der Sicherheit in unserem Land. Lassen Sie, und dann machen wir gemeinsam, können wir es gerne gemeinsam machen, lassen Sie uns daran arbeiten, für einen handlungsfähigen Rechtsstaat, für unsere wehrhafte Demokratie und gegen jede Form des Extremismus. Diesen AfD-Antrag brauchen wir hierfür nicht, der ist völlig ungeeignet. Wir lehnen ihn ab. Herzlichen Dank. Und damit schließe ich die Aussprache. Interfraktionell wird die Überweisung der Vorlage auf Drucksache 19612 an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Ich sehe ihrerseits keine weiteren Überweisungsvorschläge. Dann verfahren wir so. Ich rufe nun auf den Tagesordnungspunkt.